Hallo und willkommen zurück bei Murdered Soul Suspect. Jetzt zurück in der Kirche. Ja. Es hat Iris dann doch irgendwie erwischt. Wir haben ja gedacht, sie wäre sicher. Mann, 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 Mann. Von da oben? Okay, wir müssen hier gucken, was passiert ist. Schleifend. Das Blut muss Iris verloren haben, als sie versuchte, dem Mörder zu entkommen. Okay. Harter Aufprall. Nur etwas Mächtiges könnte den Boden so springen lassen, vermutlich nach einem Fall aus großer Höhe. Ja, aber was? Ist ja riesengroß. Deswegen, wenn das hier unter dem hier liegen würde, okay, aber hier liegt ja nichts drauf. Dann hat sich Iris hier rüber geschleppt. Oder wurde hingeschleift oder was auch immer. Glas. Zerbrochenes Glas, genau wie bei meinem Mord. Ja. Yeah. Von da oben. Hat er Iris hier auch irgendwie rausgeschmissen? So wie bei uns halt auch. Und ist dann hier runter, um sein Werk zu vollenden. Wie genau ist Iris gestorben? Erwürgt? Nein. Zerbrochenes Fenster? Improvisiert? Waffe? Selbstmord? Nee. Unfalltod? Was? Erschossen? Wieso? Felsbrocken, hier. Statue und so. Ah, Spiel, du bist wieder voll dämlich. Zerbrochenes Fenster. Inwiefern zerbrochenes Fenster? Okay, sie ist da durch. Auch nicht. Ja, super. Selbstmord nicht, erschossen nicht. Steine der Statue. Vielleicht das halt statt Felsbrocken. Okay. Gequetscht. Wäre dann nur als improvisierte Waffe. Iris wurde vom Glockenmörder getötet, aber wie hat er sie gefunden? Das ist eine gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Noch zwei. Hohe Gewalt. Der Mörder muss die Statue umgeworfen haben, um sie zu zerbrechen. Naja, nicht zwingend, um sie zu zerbrechen, sondern um Iris darunter zu begraben. Schwer. Hurra. Hier stand die Statue, bevor sie auf Iris gelandet ist. Ja, auch das wissen wir. 6 von 6. Ja, gut, dann haben wir alles. Ah, nein, nein, bitte hör auf! Bitte lass mich in Frieden! Es tut mir leid, bitte! Bitte nicht! Was willst du von mir? Bitte komm mir jemand! Wenn sie in der Klinik geblieben wäre, würde sie jetzt noch leben.
Rose. Und Iris. Halte nicht zu stark an dem fest, was dich hier hält. Denk daran. Es war nicht deine Schuld. Doch, schon, irgendwie. Es tut mir leid. Okay, beide sind weg. Was hat er hier noch getan? Aha. Aber jetzt nochmal zum Mitschreiben. Der Typ springt... Ja. 3 Meter. Runter. Ohne sich irgendwas zu tun. Hebt hier ein paar Steine auf sie drauf. Was zur Hölle ist er? Deswegen, mir ist schon scheißegal, wer er ist. Ich würde gerne wissen, was er ist. Also normal ist das nicht. Okay, wohin? Okay, da nicht. Da nicht lang. Können wir... Ach, jetzt können wir hier durch. Aha. Das haben wir doch nicht. Pfarrhaus Widmung. Hier aufgestiegen wie der mythische Phönix weihen wir dieses Pfarrhaus im Jahre 1902. Na, da haben sie ein ganzes Jahr gebraucht, um das wieder aufzubauen. Ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Ich muss hoch. Ich muss gucken, ob es... nicht, dass die Hochzeit da im vollen Gang war. Moment, erst nochmal gucken. Nicht, dass hier plötzlich wieder Dämonen auftauchen, aber hier sind auch keine... keine Geister. Exit. Hatten wir. Hier war aber schon. Das hält uns aber jetzt nicht davon ab, hier nochmal alles zu durchsuchen. Okay, hier sind Geister. Hier können wir nur Poltergeistern, auch wenn das nichts bringt. Hier sind wir wieder hier. Okay. Auf geht's. Können wir... Ich hab mit denen noch nicht. Das Werk eines Monsters. Okay, die... Die Herren Polizisten sagen nichts Neues. Leichen. Überall. Er spricht von Leichen. Wie kann einer sowas tun? Aha. Okay. Hier waren wir auch schon überall drin, oder? Ja, zumindest müssen wir hier nichts mehr Nebenstory-mäßiges finden. Wir können hier nur noch eventuell das ein oder andere Sammelobjekt ergattern. Aber diese Nebenstory haben wir ja. Deswegen, das war ja das Mädchen im Glockenturm, wo ich immer noch gerne hin will. Dem Kerl ist nichts heilig. Das Werk eines Monsters. Okay. Yep. Uha. Heilige Scheiße. Yep. Was? Kann ich hier die Spur meines Mörders finden? Nö. So sieht's nach einer Hochzeit immer aus. 8 Hinweise. Naja. Okay, Essen umgeworfen. Überwältigt. Geworfenes Opfer, ja. Warum all diese Leute ermorden? Keine Ahnung, sie standen sehr wahrscheinlich im Weg, aber...
sag ja, was ist es, einen erwachsenen Menschen hier irgendwie durch die Gegend zu werfen? Puh. Fluchtweg. Diesen Weg müssen sowohl Iris als auch ihr Mörder zum Hinterhof genommen haben. Ich habe gedacht, Iris wäre mehr oder weniger durchgeworfen worden oder sowas. So wie bei uns halt auch. Oder ist so freiwillig darunter. So nach dem Motto, letzter Ausweg. Scheißegal, wie hoch es ist. Keine Chance. Mhm. Der Mörder hat diese Leute skrupellos angegriffen. Was ist bei ihm hier aus? Verdreht. Hm. Ja, sie hat keine Chance. So verdreht sieht es jetzt auch nicht aus. Aha. Iris kam hier durch. Ich schätze mal ängstlich. Falscht eventuell, ja. Und braucht Hilfe? Iris ist durch eine Gruppe von Leuten gewankt, offensichtlich auf der Flucht. Ja. Yeah. Drei Hinweise brauchen wir noch. So, hier. Glas. Zerstört. Mehr zerbrochenes Glas, aber halt nach innen. Dagegen geworfen. Das Fenster muss zerbrochen sein, als der Mörder Leute dagegen geworfen hat. Das muss aber dann stabiles Glas gewesen sein, wenn er Leute dagegen geworfen hat. Sehr wahrscheinlich müssen wir mit ihr noch reden. Können Sie hören? Sie haben einfach aufgehört zu reden. Ja, sie sagt nichts. Leichen. Überall. Ja. Was würde sie an Gründe für den Mord an ihre an ihnen denken lassen? Was für den Mord an ihnen? Bläh. Ja, was? Vielleicht das hier, Iris Flucht? Was das Ganze ja dann in Gang gesetzt hat? Das Mädchen ist weggelaufen. Auf sie hat er es abgesehen. Nicht auf uns. Die Zeugin sagt oder denkt, der Mörder war eindeutig hinter Iris her und tötete jene, die ihm in die Quere kamen. Ja. Denke ich halt auch. Iris kam wohl hier durch, weil sehr wahrscheinlich einfach nur so. Die Leute haben hier gefeiert, die Hochzeit, ne? Haben ihr sehr wahrscheinlich dann auch geholfen oder versucht ihr zu helfen. Bestimmt irgendwie gefragt, was ist los? Was soll der ganze Mist? Sie hat dann... Sehr wahrscheinlich kam dann schon der Mörder irgendwie rein und die hatten dann versucht, den Typen da aufzuhalten. Deswegen, weil sie dann gesehen haben, okay, die Kleine läuft vor irgendwas weg, vor ihm sehr wahrscheinlich. Und haben sich dann in den Weg gestellt, während Iris irgendwie nach einem Ausweg gesucht hat. Ich weiß nicht, warum sie nicht hier die Tür genommen hat. Wobei, naja gut, dann hätte sie... Ja, dann hätte sie sich dem Mörder halt wieder nähern müssen. Weil der ist dann bestimmt dann hier so auch ziemlich zügig hier drauf los. Deswegen die einzigste Möglichkeit wäre dann ja das Fenster gewesen. Weil hier ist sonst kein anderer Ausgang, der für Sterbliche zugänglich ist. Okay, alle zusammen, lasst uns das Bild machen. Wir müssen jetzt zum Empfang. Kommt alle her! Hey, ist sie okay? Ist schon gut, ist schon gut. Alles in Ordnung. Lass mich los! Lass mich los! Er ist hier!
Hören Sie, Sie sollen verschwinden. Hey, hey, hey. Ich hab ihn! Ich hab ihn! Nein. Nein, 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 das waren keine normalen Glockenmorde. Diese Leute waren bloß im Weg. Er hatte es auf Iris abgesehen. Ob es in Joyce Zimmer noch mehr Beweise gibt? Ja, zufällige Opfer. Habe ich ja gesagt. Wo ist eigentlich die Oma hin? Oder halt die Mutter von der Braut, glaube ich. Dieses Massaker war nicht Teil seines Plans. Sie waren ihm bloß im Weg. Also hat der Glockenmörder sie getötet. Genau wie mich. Ja, aber es war genauso, wie ich gesagt habe. Sie kam hier rein, sie wollten nur helfen, haben ihn aufgehalten. Aber Iris hat dann doch noch versucht, hier rauszukommen. Aber der nette Herr Mörder hat hier irgendjemanden hingeschmissen. Also ein paar Leichen sind, glaube ich, schon abtransportiert worden. Ich frage mich echt, was mit der Mutter hier geworden ist, die im Rollstuhl. Konnte sich ja schlecht irgendwie verstecken, aber... So, das Zimmer. Ja. Ist ja noch was. Ronan ist nicht religiös, genauso wenig wie ich, aber so langsam dringe ich zu ihm durch. Was den Sinn der Tradition an Orten wie St. Benedikt angeht. Es war so erfrischend, heute hier zu sein. Dieser Pater McCauley leistet so gute Arbeit in der Gemeinde. Er nimmt wirklich Anteil. All die Arbeit, die ich für Jugendliche in Schwierigkeiten geleistet habe, verblasst im Vergleich zu dem, was der Priester geleistet hat. Wenn es so etwas wie einen lebenden Heiligen gibt, dann hat er das Zeug dazu. Ach Gottchen, ja, der Pater mit seinem Staubsauger. Naja. Den haben wir noch nicht gefunden. Je. Hat's den auch dahin gerafft? Versteckt sich auch keiner auf dem Klo. Okay. Hier. Auch niemand? Nein. Okay. Der Pater. Ich sehe da schon was, ja. Oh nein. Wie soll ich ihr das mit dir nur beibringen? Warum war der Mörder hier? Naja, wegen Iris und sehr wahrscheinlich wegen Joy. Was? Was machte das Geräusch? Katzenspuren. Rosenkranz, Wunde? Ich habe keine Ahnung, was das für ein Geräusch war, aber... Kann man nochmal zurück. Keine Ahnung, kann alles Mögliche gewesen sein. Könnte der Rosenkranz gewesen sein, wie er irgendwie aufschlägt. Oder... brechendes Genick. Armer Kerl, sein Genick ist vollständig gebrochen. Er hatte nie eine Chance. Eventuell ist er... Er starb, als er versuchte, Iris zu beschützen. Ich glaube kaum, dass es Joy deshalb weniger wehtut.
Er starb, um Iris zu beschützen, sein letztes Opfer. Also als Aufopfern. Schade, dass er jetzt nicht hier als Geist auch rumsteht. Deswegen, da könnten wir mal eine kleine Grundsatzdiskussion hier führen. Schleicht herum. Ja, Katzenspuren. Diesen Spuren nach zu urteilen, muss die Katze noch in der Nähe sein. Ja, das ist die, die wir hier oben ausgesetzt haben. Ja, Ronan, übertreib's mal mit deinen Schritten hier. Naja, ich hoffe, er ist gut brandversichert. Was hat der Mörder getan? Geblendet, sich versteckend, starrend, entdeckt, geblendet, ignorierend? Keine Ahnung. Starrend, sich versteckend, entdeckt. Wahrscheinlich entdeckt. Er war schon vorher hier, bevor Iris und der Pfarrer hier hochkamen. Geblendet? Mäh. Starrend, er hat das Foto betrachtet. Der Mörder wurde vom Priester auf dem Dachboden entdeckt und ließ fallen, was er in der Hand hielt. Ja. Das da. Weggeworfen. Joyce Foto von ihr und ihrer Mutter durch den Fall zerbrochen. Deswegen wahrscheinlich war er nicht mal wegen Iris hier, sondern hauptsächlich wegen Joy. Er hat rausbekommen, dass Joy halt hier Unterschlupf gefunden hat. Deswegen, dass Iris von uns aus der Psychiatrie entlassen worden ist, wusste er dann nicht. Die Katze. Verschreckt. Etwas hat die Katze erschreckt. Ja, der Typ. Was hat der Mörder hier oben getan? Finden wir hier noch irgendwas? Also Hinweise haben wir alle. Jetzt halt nur die Frage, was der hier gemacht hat. Was hat der Mörder hier oben getan? Drei Stück. Mörder wurde unterbrochen. Tot, fallen gelassenes Foto. Ich würde sagen, der Mörder wurde vom Priester auf dem Dachboden entdeckt und ließ fallen, was er in der Hand hielt. Jo. Joyce Foto und durch den Fall zerbrochen. Würde ich's, weiß ich halt nicht. Katzenspuren. So als letztes Opfer, aber ich denke mal. Deswegen, das hat nichts mit dem Mörder zu tun. Die Katze war einfach da, würde ich sagen. Und er war eigentlich wegen Joy hier. Sie mag vielleicht nicht die ideale Mitbewohnerin sein. Und sie hat Ecken und Kanten. Aber das Zimmer wird dir gefallen. Und ihr werdet gut miteinander auskommen. Keine Sorge, ich komme mit fast jedem aus. Ausgezeichnet. Das ist das Zimmer. Da wären wir. Pate, was ist los? Geh, geh! Alter. Der Mörder war wegen Joy hier und hat stattdessen Iris erledigt. Das hier ist eine Sackgasse. Und wo ist Baxter? Wenn er nicht hier ist,
schuldet er uns eine Erklärung. Was ist mit dir? Hast du was gesehen? Ja. Der Mörder kam wegen Joy her, tötete aber Iris, als er sie entdeckte. Genau. Okay, dann reden wir mal in der nächsten Folge mit der Katze. Dann schauen wir mal. Dann müssen wir Baxter finden. Aber Baxter war es nicht, deswegen, das wäre zu einfach. Deswegen, die ganzen Spuren führen zu Baxter. Aber es ist zu einfach, irgendwie Baxter irgendwie als den Glockenmörder darzustellen. Naja, okay. Dann... Deswegen, ich bin gerade hier am Überlegen. Ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Sehr wahrscheinlich habe ich dann irgendwie raus, was, warum Baxter verschwunden ist vielleicht. Oder habe ich eine Theorie. Also, bis dann.